Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die gute Nachricht kommt heute aus Japan. Die Wirtschaft dort ist gewachsen, 1,7%. Das letzte Quartal 2015, das war relativ schwach gewesen mit 1,7% Schrumpfung. Also dieser Jojo-Effekt geht hier weiter. Trotzdem schauen die Märkte eher nach Amerika. Dort sind die Vorgaben sehr schwach, denn die amerikanische Notenbank spekuliert jetzt wohl doch wieder, die Zinsen eher anzuheben. Könnte schon im Juni soweit sein, so zumindest haben sich mehrere Fed-Gouverneure zitieren lassen. Der DAX startet relativ schwach, guckt also auf die amerikanische Vorgabenseite, geht Richtung 9.800 Punkte zurück, hat aber vom vorläufigen Tagestief sich wieder etwas lösen können, nur noch ein leichtes Minus. Wir haben heute noch zwei wichtige Termine, Hauptversammlung bei Evonik und bei der Deutschen Post. Außerdem nach Börsenschluss gibt es noch Zahlen aus Amerika, und zwar von Cisco Systems. Jetzt steigen wir ein in den Nachrichtenüberblick. Und da geht es zunächst einmal in die zweite Börsenreihe, in den MDAX. Denn KUKA, der Roboterbauer, wird möglicherweise chinesisch. Das chinesische Unternehmen der Haushaltsgerätesteller Midea bietet hier 115 Euro je KUKA-Aktie. Das ist ein ordentlicher Aufschlag auf den letzten Kurs von KUKA. Der lag gestern Abend bei 84,41 Euro. Insgesamt wäre KUKA dann mit 4,6 Milliarden Euro bewertet. Aber der Deal ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Mindestens 30% wollen die Chinesen angedient bekommen. Wir schauen noch kurz nach Japan. Suzuki, der japanische Autobauer, hat wohl auch geschummelt bei den Abgastests. Zumindest sagt ein Insider, dass hier Abgastests verwendet worden sind, die gar nicht zugelassen sind. Aber das Ergebnis soll gar nicht so groß abweichen von den offiziellen Tests. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Und wir schauen heute Abend noch Richtung Amerika zu Google, die Entwicklerkonferenz. Da wird man sich dann beschäftigen mit dem vernetzten Zuhause und ein vernetztes Zuhause, was zuhören und Fragen beantworten kann. Sagen Sie, kennen wir doch alles schon von Amazon, kennen wir doch schon von Apple, dort heißt es Siri. Jawohl, das ist auch im Prinzip die Benchmark, an die man hier heran möchte. Das Ganze nennt sich Google Home. Das ist also der Name und soll im Herbst auf den Markt kommen. Ganz wichtig auch, es ist der erste große offizielle Auftritt für den neuen Firmenlenker, für Sundar Pichai. Er hat die Konferenz zwar in der Vergangenheit hin und wieder schon eröffnet, aber nachdem sein Vorgänger, der Google-Mitbegründer Larry Page, an die Spitze des Mutterkonzerns Alphabet gewechselt hat, tritt er jetzt also in diese großen Fußstapfen. Zahlen habe ich noch ganz schnell. Der DAX heute mit 9.875 Punkten unterwegs, um 9.30 Uhr ein kleines Minus von 0,2%. Der Dow Jones verliert 1%, der Euro 0,4% und auch der Goldpreis gibt nach 0,6%. Ja, und die Experten der HSBC sprechen heute noch über die Weiterentwicklung im DAX und über die Zinsfantasien der Amerikaner.